Kollege, sagen wir mal, von Coach Chada und uns, ihm gesagt hat, er hör mal zu, die sind gerade jetzt hier und ich rufe die jetzt an und dann kommst du hin und du klär das jetzt mit denen. Ne, weil die Sache wird langsam heiß. Achtet mal bitte darauf, jetzt genau, ne, was Coach Aries Antwort darauf war. Jetzt bin ich mal gespannt, was er gesagt hat, Digga. Er ist bestimmt der Situation entflogen. Abgehauen. Lass einfach, Bruder, miteinander sprechen. Ja? Warum läuft er nicht weg? Der verdammte... Ja, vogelfrei, habe ich ja schon gesagt. Der ist ehrlich. Ja, Digga, das ist... Das ist krass. Das ist krass. Ja, Digga. Herr Job, Digga, das hat jetzt offiziell auch nochmal gezeigt, ne? Ja, nicht. Jetzt ist es egal. Niemals, Bruder, niemals, ja? Ja. Ja, und ist alles gut, Bruder. Lass uns über was Schönes reden. Welche Schokolade liebst du? Oder was für ein Peach, Digga. Magst du Duplo, Kinder Bueno? Lass lieber da drüber. Guck mal, Schatz, das sieht geil aus. Ich liebe das. Das hat er geil gemacht, ne? Doch, jeder schwarze Bruder hat jetzt frei wahrscheinlich. Digga, so! Der ist vorbei. Schwer. Schwer, 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 schwer. Wie trocken er auch das Auto noch gesagt hat, ne? Ehrlich. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber geil. Oh, ich liebe das hier. Guck mal, die Landluft. Ich schwör's dir, ich liebe das. So ein kleines Häuschen haben. Doch, lass ihn auf Duplo sitzen, längste Praline der Welt, Digga. Das ist krass. Ne? Du bist nicht zu sehr weit weg? Ja, Mann. Also es ist natürlich jetzt so. Ja, okay. Geh weg selber. Ja, gut, Frank, ja. Ehrlich. Ist vorbei. Sag mir, was soll ich denn dazu sagen? Ich möchte hier nicht zur Gewalt. Ja, aber Digga, man kann... Digga, was möchte ich dazu sagen? Dass der Junge geschadet wird. Digga, egal was du sagst, Digga, das kann nicht dem gerecht werden, was er gesagt hat. Er schreit in den Wald und der Echo wird kommen. Ja, der Echo wird irgendwann wird er kommen. Irgendwann wird er kommen. Das Echo wird kommen, Digga. Du hast in den Wald geschrien, das Echo wird kommen. So ist das Leben, Digga. Ich will euch kurz was sagen. Zwei Sachen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, Kurt Frank hat noch nie Schläge bekommen. Wirklich jetzt, Digga. Für die, die denken, dass sie uns jetzt hin und her schicken können, hast du die Ansage von dem gesehen, hast du live von dem gesehen, hast du das gemacht. Ich habe auf meinem Instagram zwei von vielen moralisch und ethisch und menschlichen Verwürfnissen von Coach Frankies Charakter kurz aufgezeigt. Okay. Und es gibt noch ein paar. Okay. Ich möchte gar nicht viel reden. Man soll auch nicht gefeiert werden jetzt für, oh, der ist da hingefahren oder oh, der hat so gemacht oder hat so gemacht. Das ist nichts Männliches. Okay. Was aber männlich ist, ist der Jugend und den, scheiß mal auf die Jugend, den Menschen da draußen in TikTok, egal wie verkorkst ihre teuflische Seele auch sein mag, egal wie fitnerliebend ihr Herz auch sein soll, irgendwo, aber auch wirklich nur irgendwo, ne, hat Spaß und Entertainment und von mir aus... Safe! Entertainment hat irgendwann seine Grenze, Digga. Wir haben alle Coach Frankie mit viel Humor angeguckt, ne. Er hat auch oft übertrieben, muss man sagen, Digga, wie er bei den Leuten immer war und so. War halt oft übertrieben. Aber irgendwo hat man das als Humor gesehen. Aber jetzt, die ganze Sache, die er macht, ist auf jeden Fall kein Humor und auch kein Spaß mehr, ne. Ist auch Competition ein Ende. Okay? Die Sachen, die ich euch auf meinem Instagram aufgezeigt habe,
sind sowas von sind sowas von erniedrigend und menschenunwürdig und sowas von falsch. Ja. Sowas von falsch, dass selbst ich wirklich, wirklich sprachlos davon bin. Wahrscheinlich. Es ist sowas von falsch, erniedrigend und menschenunwürdig und offiziell rassistisch, dass ich das schon ein bisschen bewundere. Ich bewundere seinen Mut, mit welchem Herz der in die Öffentlichkeit geht, in TikTok, ne? Mit welchem Herz der da hingeht und das so sagt, als ob ihm nichts passiert. Das ist für mich eine sehr erschreckende Sache. Und in welche Richtung soll das in Zukunft gehen? Er hat die Messlatte jetzt nochmal hochgesetzt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie irgendein schwarzer Mensch oder irgendein... Ja, irgendein Schwarzer, wie er Cold Frankie und so gucken kann, Digga, das geht ja gar nicht. Also das ist schon sehr widersprüchlich, ne? Der Typ ist offiziell ein Racist-Typ. Und wenn du ihn als Schwarzer guckst, Bruder, das weiß ich, wie verloren du sein kannst, Digga. Ehrlich. Schwarze Institution oder irgendeine schwarze Vereinigung, das einfach nicht ernst nimmt und das nicht verurteilt auf Schärfste. Ich weiß nicht. Es kann doch nicht sein, dass mich das so wurmt. Und ich bin ja angeblich der Dings. Ich bin ja angeblich der Onkel Tom hier. Ich bin ja der unstolzeste Schwarze, den es gibt. Wie kann das sein, wenn es den unstolzesten Schwarzen in ganz Deutschland angeblich, okay? Mehr tritt das, ja. Wenn das den schon stört, so sehr, dass er heute seinen ganzen Tag damit verbracht hat, für gerecht. So sehr, dass er heute seinen ganzen Tag damit verbracht hat, für gerecht. Bruder, ja? Was ist das denn? Für Gerechtigkeit zu sorgen. Warte mal kurz. Warte. Warte, Shababs. Wie sieht das bei den Leuten aus, die gegen Rassismus sind? Ja. Die müssen ja nicht zwingend schwarz sein. Wie kann so ein Mensch... Hier geht es gerade echt nicht um die Person Manuelsen, sondern über diese Aussagen, die Kurt Frenkel so getroffen hat. Also wirklich über Rassismus, Digga. Wie kann so ein Mensch... Wie schafft ihr das, so einem Menschen zuzugucken? Walla, wie schafft ihr das, so einem Menschen zuzugucken? Und ich bin kein Hater... wegen seinem Business angeblich oder wie viel Geld er auf TikTok verdient, wenn er überhaupt welches verdient oder was auch immer. Ich bin kein Hater, ne? Von mir aus, der soll Triple und Duple Millionär werden. Ja. Mit TikTok, mit seinem Tee, dies, das. Er soll Trillionär werden. Walla. Sag dein. Aber zumindest verurteilen für das, was er da geäußert hat. Und es gibt noch mehr. Ich werde euch das zeigen. Da ist das Ding. Also für die Aussagen, die er getätigt hat oder die Sachen, die er gemacht hat, sollte man ihn auf jeden Fall verurteilen, Digga. Weil das ist falsch. Das kannst du nicht gut reden, Digga.
Alter, guck mal, das, was er da geäußert hat. Ja, das ist richtig. Wo ist sein Insta-Post, Alter? Dafür verlange ich Satisfaktion. Was bedeutet das? Satisfaktion, was heißt das? Dafür verlange ich Satisfaktion. Das kann nicht angehen. Es kann nicht angehen, dass er geht und ein angebranntes Stück Brot, was seine Frau nicht mehr in der Lage war, in den Ofen zu schieben. Ja, sie hat Brot im Ofen gemacht und hat es nicht mehr hingekriegt, das Brot knusprig. Das ist krass, Digga. Ehrlich, Digga. Das hat er auch gesagt. Er sagt, Digga, heftig. Die schaffen nicht mal normal. Ehrlich, Digga. Nicht wifebar, Digga, offiziell. Heftig. Das ist krass. So, also so schön braun-goldig zu machen, sondern anzubrennen. Wenn sie es noch nicht mal schafft, aber das Brot dann angebrannt rauskommt und dass er sagt, das Brot sieht aus, als käme es gerade direkt aus Afrika. Ja. Das Brot sieht aus, als käme es gerade direkt aus Afrika. Geht auf mein Instagram, ihr seht es da, das ist alles da. Mhm. Und dann noch sagt, dieses verbrannte Brot sieht aus wie Manuelsen. Dann vergleicht er mich mit einer schwarzen Ente, die keine Zugehörigkeit hat. Ich wäre angeblich Libanese. Und wieder Schokolade und dies und das. Guck mal, ich bin kein kleines Kind. Mir sind diese Sachen egal. Der Typ kann meinen Eiern gar nichts. Gar nichts. So ein Hundehaufen wie der ist, bei Gott, der läuft hier im Ruhrpott. Der läuft hier im Ruhrpott. Scheiß mal auf Ruhrpott. Der läuft hier in Mülheim auf meiner Straße. Auf meiner Straße läuft der mit einer Leine hier und der frisst aus dem Napf. Ich schwör auf meine Mutter. Ich lass den hier in Mülheim aus einem Napf essen. Wie ein Hund. Aus einem Napf wie ein Hund lass ich den hier essen. Also um mich geht's nicht. Es geht nur darum, wie schaffen die Leute das, das einfach so weg zu ignorieren, dass dieser. Das stimmt. Das ist das Ding, Digga. Es geht halt echt nicht um Manuelsen bei dieser ganzen Thematik, ne? Also. Mehr oder weniger, ja, aber jetzt nicht um die Person manuell, sondern eher um die Aussagen, die Kurt Franke getroffen hat und was er da die ganze Zeit im Internet macht und dass er auch einfach so weitermacht, als wäre gar nichts. Die Frage ist, wie geht man dagegen vor? Ich will nicht zur Gewalt aufrufen. Ich weiß auch nicht, wie man dagegen vor. Wie geht man am besten? Man muss ihn boykottieren, das ist das Ding, das ist das Beste, was man macht. Nein, man muss ihn eigentlich schon sehen, man muss ihn schon persönlich eigentlich schon, der muss eigentlich sitzen vor Leuten. Aber am besten nur ohne Gewalt, oder? So abscheuliche Sachen sagt. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich habe heute mit unserem Bruder Afrokati geredet. Okay? Es gab wohl heute einen Livestream, den er und Telsen und so gemacht haben. Und ja, klar, ohne Gewalt. Aber wir müssen mal kriegen. Und die haben auch untereinander gesprochen und gesagt, ey, alles ist cool und soll nicht so, man soll sich nicht streiten untereinander. Ich habe gesagt, ich habe keinen Streit untereinander gesucht. Okay? Ich habe nur eingestanden für die Sache, für die ich immer einstehe. Das ist mein Ding, weißt du, ich meine? Und das leckt einfach. Er hat gesagt, okay, wir müssen mehr zusammenhalten, dies, das. Ich habe gesagt, Bro, wir zusammenhalten, kein Problem. Kein Problem. Nur... Egal, auf jeden Fall, mit diesen Leuten ist auch so gut wieder wie alles geklärt. Und ich habe gesehen, dass wirklich auch viele jetzt ankamen und gesagt haben, so ey, was der macht, geht gar nicht. Ich wusste, dass viele gar nicht überhaupt in der Thematik sind, was der Typ alles gemacht hat. Das ist das Ding, Digga. Ne? Nicht jeder hat das immer so mitbekommen, Digga, was der Kurt Franke gemacht hat. Ich habe es zum Beispiel auch nicht mitbekommen, also so ganz, Digga. Man hat das so einmal kurz gesehen, Digga, so ein bisschen, ein paar Ausschnitte, kleine Ausschnitte. Das Einzige, was ich mitbekommen habe... Aber dass es so extrem ist, Digga, wie man alles da gezeigt hat, Digga, das war mir nie bewusst, muss ich sagen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, war, wo er das gesagt hat mit Dingsdurch, erstmal nur ins Familie. Ja, da haben wir darauf reagiert, wir haben das gesagt, was wir gesagt haben und ich sage das ruhig gerne nochmal, die Süßigkeiten sollen bei ihnen rein. Das war's, aber dass er so ist... Das ist krass. Das hat der Typ. Aber man dachte auch, der hat nur ein Problem mit Manuelsen alleine so, ne? Also, jetzt geht ja nicht jetzt. Aber jetzt geht's ja nicht mehr um Manuelsen. Der ist drüber hinaus. Das ist das Ding, Digga. Der geht echt drüber hinaus.
So, ein größeres Problem als normaler Hitze. Was gemacht? Was hat der Typ gemacht? Was macht der da? Was macht der, Bruder? Was sind das für Äußerungen? Und wenn ich euch später, ungefähr gegen 11, komme ich nochmal live, wenn ich euch diverse Sprachnachrichten zeige, die dieser Mensch aus seinem eigenen Mund rausgibt an Kollegen von sich, und was er da sagt und wie er das sagt, das sind Sachen, der ist ein Tier, ich schwöre, der ist ein Tier. Ich hab jetzt gerade eine halbe Stunde mit einer Ex-Bekanntschaft von ihm telefoniert. Oh. Sie hatte Redebedarf. Oh, was ging da ab, Digga? Was hat die Ex-Bekanntschaft erzählt? Das würde mich auch sehr interessieren. Die Leute haben das ja immer gesagt, ne, Yasser und so, Digga, dass Cold Frankie auf jeden Fall ein richtig ekelhafter Typ ist. Aber jetzt zeigt er das wirklich, ne? Am Anfang hat er nicht gezeigt. Man dachte echt, dass alles Humor, Spaß, dies, das. Aber jetzt, im Laufe der Zeit, seine Maske fällt. Und hat sich mir anvertraut, deswegen schützen wir ihre Privatsphäre jetzt auch. Ja. Was die mir erzählt hat, ist fernab von Gut und Böse. Fernab von Gut und Böse. Und ich bin jetzt keiner von einer Schaltzentrale, der jetzt da hingeht und mir sein Leben zum Beruf macht und jetzt so alles aufdeckt und so. Aber ich sag euch, dieser Typ ist kein Mensch. Dieser Typ ist kein Mensch. Was er abwertend über Schwarze sagt, ist eine Sache. Aber was jetzt, wo das so ganz ein bisschen Aufmerksamkeit gekriegt hat, ne? Weil ich das wieder auf meinem Instagram gepostet habe, anstatt dass ich irgendwelche Veranstaltungen poste, die wir bald haben, und anstatt dass ich irgendwelche Projekte poste, die wir bald haben, poste ich lieber diesen rassistischen Sohn einer Wölfin. Sohn einer Wölfin, Digga, das ist der Neue, merkt euch den. Zu zeigen, wen ihr da unterstützt überhaupt, weil es mir am Herzen liegt. Wenn er irgendein Crime-Lot ist oder irgendwas macht oder irgendein Scam oder irgendwas, der ist mir scheißegal, mich juckt das nicht, I don't care. Ne? Aber dieses anti-schwarzen Ding in Deutschland, ne, fuckt mich langsam ab, Bruder. Es fuckt mich langsam ab. Es fuckt mich ab. Es fuckt mich ab. Es wird nicht aufhören, aber es fuckt mich ab. Es fuckt mich ab. So. Es fuckt mich ab. Ja, natürlich, Digga. Also mich fuckt das auch unnormal ab, aber es wird nicht aufhören, Digga. Und das ist das Ding. Aber solche Leute wie Coach Frankie und so, das sind dann halt Leute, die du halt auch greifen kannst. Und wenn man diese Möglichkeit hat, diese Leute zu greifen, dann sollte man das vielleicht echt machen und, ja. Zur Rede stellen. Zur Rede stellen. Ohne Gewalt. Ohne Gewalt. Egal, wir sehen uns später um 11. Okay, krass, ja. Also habt ihr auf jeden Fall seine Worte gehört, Digga. Ganz klare Worte, ne? In Richtung Cold Frankie. Digga, Cold Frankie ist vorbei, Digga. Offiziell jetzt, ne? Also. Für mich war der das Ding. Für mich war der nie da. Ja, für mich auch. Ich muss sagen, ich habe ein paar Ausschnitte immer von ihm gesehen, wo er ein bisschen lustig war mit seinen Zuschauern und so, wo er die hochgenommen hat. Das war schon unterhaltsam. Aber das, was er gemacht hat, Digga, jetzt. Nein, das Problem ist nicht, solche Menschen keine Aufmerksamkeit geben. Den soll, musst du Aufmerksamkeit geben. Du musst ihnen Aufmerksamkeit geben und damit alle sehen, okay, das kriegt auch Aufmerksamkeit. Und dann gucken wir mal, wie damit in Zukunft umgegangen wird. Vertrau mir. I'll be there for you, 'cause I'm not